Hallo Leute, schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid bei Minecraft. Ja, gerade geschlafen. Und wir schauen hier weiter. Ich sehe gerade, wenn wir jetzt mal hier unter J gucken, wir haben hier noch irgendwo einen Todespunkt, den wir nicht brauchen. Hey, Move. Gut, also Baumfarm haben wir ja. Dort haben wir das Problem, dass wir keine Äxte haben. Da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das irgendwie beheben könnten. Wir könnten eine Tinkers Konstrukt-Axt machen. Da gibt es so irgendwas, dass die ja unzerstörbar sind. Oder wir machen es gibt ja da irgendwie eine unzerstörbare, das gibt es ja so, dieses. Weiß ich nicht, wie es heißt, sondern. Das heißt, Tinkers Konstrukt wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre Blood Magic, glaube ich, gibt es auch irgendetwas. Gold ist natürlich auch. Ender Lumberjack wäre auch möglich. Gut, wir können da wirklich die von Tinkers Konstrukt machen. Oder die wäre natürlich auch was. Act of Rebellion. Ich glaube, die kann auch nicht kaputt werden, weil man die ja aufladen muss. Die kostet aber nie das da, okay. Da kommen wir jetzt nicht dran, weil wir natürlich nicht. Naja, wobei nicht. Nicht das da. Gut, nee, kommen wir nicht dran. Gut, dann. Ist halt die Frage. Oder wir machen das einfach mit ganz normalen Dings-Äxten. Stein wäre auch eine Möglichkeit. Osmium wäre auch eine Möglichkeit. Sollen wir mal gucken, dass wir Osmium ja sowieso einsparen, aber es wäre ja möglich. So, hier wieder reinwerfen, dann kriegen wir ein bisschen Red Coal raus. Der Red Coal können wir natürlich diese Ofen befeuern. Sollte ja normalerweise länger halten, oder? Weiß ich gar nicht. Das Block auf Redstone brauchen wir nicht mehr. Wir haben Speed Upgrade. Die hat mein hier, wollte ich hier reinwerfen, aber. Geht ja nicht, weil wir, glaube ich, wenig GB haben, oder? 41, genau. Da ist die Speed-Upgrades bleiben über. Der Furnace-Generator, das haben wir schon. Wer arbeitet hier eigentlich? Ah, der macht so komische Geräusche. Na gut. Dann Ofen hier. Da unten. Ah, eine Red Coal oder ja. Nehmen wir die hier. Zack rein. Gehen wir Osmium raus. Dann können wir Osmium Spitzhacken machen. Ist schon mal besser als vegane. Dann kommen wir schon mal ein bisschen voran mit dem Holz. Sticks habe ich eigentlich noch. Okay, egal. 2x 1. 2. Und dann gleich mal 3. Problem ist halt wirklich noch, wir haben noch Probleme. Das wiederholt sich jetzt ein bisschen. Probleme ist wirklich, weil wir haben noch Probleme, ja. Mit dem Strom und mit Items. Wo ist denn hier das gute Stück da unten ist es? So. Energie kommt nix, weil. Ja, alles eingebaut. Oh Gott. Alles eingebaut hier. Ist natürlich auch nicht gut. Können wir wieder freikriegen hier. Ich könnte einfach den jetzt mal abbauen kurz. Und hier hinsetzen. Muss jetzt über sich frei haben oder wie sehe ich das? Spannend. Wir können ja hier einfach dann nochmal die Kabel holen gehen und verlängern, denn wir haben ja noch Kabel über. Es geht ja nicht mehr, aber wir haben ja aus einem Wort. Second Cable, ne, wir brauchen das First Cable. Dann können wir das ja auch weiter wegbauen. Dann haben wir auch kein Problem hier. Na komm. So kann ich nicht mehr laufen. Kein Fressen mehr. Der auch wieder seine Sache. So. Dann bauen wir das einfach mal hier weiter weg.
Genau, hier sollte er auf alle Fälle weit genug weg sein. So. Und zack, alles weg. Liegt hier natürlich noch ein bisschen Holz rum. Oder auch nicht. Hier noch ein bisschen rein, so. Und der kann hier dann neu pflanzen. Okay, die Axt ist auch schon wieder ein bisschen kaputt, aber egal. Wir haben hier auf alle Fälle schon mal genügend Holz. Haben wir was zum Fressen mit? Eine Kartoffel. Schon mal besser. Sind wir schon mal schneller unterwegs. Dann hier rein, das. Gut, das hätten wir mal. Ja, Items. Da haben wir jetzt noch ein bisschen ein Problem. Und zwar, wir brauchen zuerst mal eine Transfernode. Das ist von Extra Utility, ist hier. Item. Ist ja nicht so schwer, das heißt, wir brauchen ein bisschen Stein, Glas, Redstone und Holz. Sollte, ich glaube, genügen alles, oder? Ja, feststellen, wir brauchen ja mal eine Kiste. Dann brauchen wir das hier. Ja, 6 Stück sollten eigentlich genügen, glaube ich, weil das muss so und so. Oder was andersrum? Weiß ich nicht mehr, wenn wir gleich rausfinden. Okay, mit Redstone-Nummer, gut. Achievement haben wir auch bekommen. Und dann rein durch den so, kriegen wir 4 Transfernodes raus. Da brauchen wir dann. Ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Nee, nicht Augment, sondern die heißen. Upgrades, okay. Dann Upgrades. Und zwar brauchen wir hierfür. Ja, welch? Nee. Upgrade Speed. Das habe ich aber jetzt hier nicht. Oder doch, da oben passt schon. Boah, das Mining Upgrade. Gut, eine Goldspitzhacke. Und so eine komische Platte. Die Platten müssten wir eigentlich schon haben. Oder nicht mehr. Warum haben wir noch Gold überhaupt? Da haben wir noch ein bisschen Gold. Können wir noch durchjagen. So. Kann man hier noch. Warst du in Osmium reinbacken? Dann kann man hier mal. Das machen. Und wir brauchen das. Eine Spitzhacke haben wir gesagt. Und dann hier drin. Müssen wir die reinbacken. Damit wir diese Upgrade-Dinger kriegen. Diese leeren. Genau, Upgrade Base. Da kann man die Kohle wieder reinwerfen. Und dann du plus du war ja, gell? Genau, ist das. Und da gibt es noch ein Stack Upgrade. Upgrade Stack. Ist auch nicht so schwer, das wäre dann so. So und ein Diamant, oder? Habe ich mir jetzt verschaut. Ne, richtig, gut, das. Braucht 10 und das 5. Okay. Müssen wir mal gucken, ob es das ausgeht. Das. Pipes Hammer. Danach brauchen wir irgendwie ein Crafter oder sowas. Ich bin mir jetzt nur unschlüssig. Ich habe ja Mechanical Crafter. Und Extra Utility. Sollte er auch funktionieren? Da weiß ich, wie er funktioniert. Ich weiß, dass ich einen Mod drauf habe, mit dem es einfach geht. Nexen Hilo, glaube ich, müsste das sein. Nicht Shifter, sondern. Wie heißt denn das? Der automatisch kraftet hier. X. Wird sicher gleich irgendwo rumlaufen. Nee, sondern ist das nett. Lassen mit C kommen. Autokompressor, der müsste es gewesen sein, genau. Block auf Eisen, das heißt, wir brauchen jede Menge Eisen mal und wir brauchen noch Crafting Table, ist gut. Hier mal Crafting Table. Geht so nicht. 3, oh, zu wenig. Hier mal Crafting Table. Eisenblock brauchen wir.
Ich glaube, einer war das. So, muss ich mir jetzt mal anschauen, ob das der war, den ich gemeint hatte. Autokompressor. Nee, es war nicht der, was ich gemeint hatte. Oder doch? Wenn wir jetzt rein theoretisch mal hingehen und haben wir von irgendwas, zum Beispiel Kupfer und das da reinwerfen, macht dann nichts, weil er keinen Strom hat. Wenn wir jetzt Strom geben würden, müssen wir irgendwo anders hinbauen. Er kriegt keine F. Ja, da haben wir schon mal das Problem wieder, dass wir da keinen Strom reinkriegen. Das Problem mit den Kabel. Da müssen wir jetzt eine Lösung finden dann. Nur wie ist die Frage? Wir können einfach mal die Energy Cable, weil ich glaube, was anderes gibt es ja hier nicht. Kompressor, nee. Mana Sieve, nee, das brauchen wir alles nicht, das ist eh klar. Chicken Stick brauchen wir auch nicht. Boss Smasher. Also jetzt keiner. Und das ist ja wieder ganz ein anderer Mod, genau. Extremreaktor. Was? Control and Right Click. Ja, was kann man da einstellen? Okay, egal. Jetzt ist das Open Computers. Wir brauchen jetzt irgendwas mit Strom, also Energy. Brauchen da irgendwie Energiekabel. Dann werden wir die von NDAO vermutlich nehmen müssen. Die hier. So teuer sind die auch nicht, damit wir mal gucken, was wir brauchen. Eisen und Redstone. Ein Alloy-Smelter und zwar in Alloy Only. So. Das sind, da brauchen wir noch dieses Compound, oder das da heißt. Das ist Gravel, Sand, Clay. Also, Gravel, Sand und Clay. Clay Hammer. Sandhammer. Und Gravel Hammer. Gut. Zwar noch nicht so viel, aber es genügt. So, dann kannst du hier das geben. Du machst hier eh deine Arbeit. Du da unten machst hier weiter und du machst gerade nichts, weil du keine Kohle hast. Mal nach 35 wollte ich dir jetzt nicht geben, aber kriegst noch eine und du noch eine, wenn ihr brav seid. Der hat schon zwei, wir brauchen mindestens drei für acht. Okay, haben wir eigentlich nicht noch irgendwie so einen Ofen über? Wo kam das Pünktchen jetzt her? Komm, ja, ach du fertig. Na komm. Wird es schaffen. Drei Stück und dann haben wir hier das rein. Was macht er jetzt? Also er macht noch einen fertig, okay. Ja, dann soll er halt machen, wenn er unbedingt braucht. Als nächster kann man diesen Binder reinhauen. Na komm. Also braucht schon lange da. Dann müssen wir wieder All Smelting und dann den reinwerfen. Und dann sollte das schon schneller vonstatten gehen. Ich habe wieder so viel Kacke in meinem Inventar, was ich nicht brauche. Gleich mal entleeren hier. So. Diesen Broken da wollte ich jetzt eigentlich mitnehmen, da den, um zu testen, ob es klappt. So, das sechsmal, dann zack, zack. Haben wir das. Ist die Frage, kann man die zwei miteinander connecten lassen? Ja. Und connectet der jetzt hier? Ja. Füllt sich, wenn man den jetzt reinwirft, ja, zack. Macht er automatisch kleiner draus und kann hier in dann Sachen speichern. Vorteil ist, wenn man normal kraftet, hat man das Problem, dass der halt hier mit einer Einheit nicht weiter kraftet. Der macht das Ganze mal weiter. Jetzt ist die nächste Frage, was ist, wenn ich den jetzt zum Beispiel Gravel gebe?
Macht da Compressed Gravel draus. Gut. Das heißt, wir können diese Autokompressoren mehrere kraften und uns dann schon mal anfangen, eine Anlage zu bauen. Die Frage, hier kriegen wir halt Diamanten, Eisen, Platin, Nickel, Silber, Lead, Osmium, Aluminium, Kupfer, Zinn, Gold. Eigentlich so die Standardsachen. Aus dem Sand kriegen wir dann was raus? Nickel, Zinn, Silber, Gold, Platinum, Lead. Also das gleiche. Uran ist noch dabei. Osmium haben wir eh drum auch. Jelurit ist halt hier dabei. Gut, und wenn wir das weiterverarbeiten zu das hier, kriegen wir was raus? Direkt das. Und wir kriegen auch Blaze Powder raus. Das Blaze Powder können wir natürlich dann wieder verwenden. Verstehe, verstehe. Uns geht es aber vorwiegend erstmal um normale Rohstoffe, deswegen behalten wir das mal so. Wir brauchen jetzt, haben wir gesagt, ein Autokompressor. Was ist das? Ah, Simple Barrel, also Simple Barrel ist nicht, brauchen wir nicht. Was mit dem Kompressor brauchen wir auch nicht. Wir brauchen den der Autokompressor. Also, viermal das und jede Menge Eisen brauchen wir halt da. Was dann wahrscheinlich schon wieder zu Problemen führen wird, weil so viel Eisen haben wir gar nicht. Brauchen wir ja pro Dings einen Block. Wir müssen jetzt überlegen, wir brauchen jetzt Cobblestone, müssen wir hammern. Den gehammerten Cobblestone müssen wir zu Dingskraft. Das machen wir mit dem Crafter. Ist leicht, der einfacher. Und dann den und den wir durchrennen, theoretisch. Ja, einen machen wir noch. Weil wir es eben können. 1, 2, 3, 4. Oder 5 geht auch, haben sie gesagt. So, dann du weg. Und du weg. Den Rest behalten wir mal. Dann bauen wir den nochmal ab hier. Den bauen wir ab. Gut. Dann. Dich müsste man abbauen. Da bist du randvoll mit dem Gedönse, aber. Was muss das Mut? So, du. Da rein. Dann hier. Und du auch noch da rein. Gut, dann bauen wir den mal ab. Und den Hammer brauchen wir auch. Und den Steve nehmen wir auch mit. Den bauen wir, nehmen wir. Nee, passt. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. In der nächsten Folge tun wir das Ganze aufbauen und da schauen wir dann weiter, wie wir das machen. Bin selbst noch gespannt, wie das aussieht, aber dranbleiben, Daumen nach oben, abonnieren und weiter Videos gucken. Bis dahin. Tschüss.